25% Chance. Wir haben auch keine Granate mehr oder sowas, ne? Nichts. Ich glaube, wir sollten eigentlich wieder sowas machen wie mit Weglaufen. Ah, hier gibt es doch zu viel Raum, ne? Nächste Runde muss ich nachladen. Problem ist, solange wir den Roboter nicht machen, für den Heilroboter, werden wir die nicht schaffen, die Leute. Das ist nicht schlecht. Wir bräuchten Schweinchen Dick einmal hier drüben. Ja, wir müssen nachladen, das ist das Problem. ...75% Sicherheit. Oder wir gehen auf 50. Wir müssen nachladen. Auch hier müssen wir nachladen. Der muss weg. Unser Tank ist noch vorne. Wir haben noch unseren Tank. Wir haben noch unseren Tank. Wir könnten den Schlechter hier vorne 100% Damage machen. Das werden wir jetzt auch tun. Friss das, Wichser. Ich glaube, unser Tank hält noch was aus. Wir haben noch die zwei Rüstung. Wir werden ihn jetzt versuchen zu killen, oder? Ja, schaffen wir nicht. Mit ihm nachladen. Und danach gehen wir in den Overwatch, würde ich sagen, oder? Wir könnten ihn töten. 50%. Psch, 100%, da wäre er tot. Wir gehen in Overwatch. Overwatch. Ja, enough of the spare ribs. That's good as death. Need you good. Fuck, da ging der Leben. Das war anders geplant. Das war viel, viel anders geplant. ...25%, hallo? Wir müssen mit ihr einmal moven. Wir moven mit ihr und töten den Schaman. Dann ist der weg. So. Jetzt müssen wir mit Deckerchen mal in die... Wir werden erstmal mit ihm... ihn wegschießen. Nachladen. Weg mit dem Typen. Bye-bye. So. Jetzt müssen wir Schweinchen... normalerweise hier hinkriegen, aber wir müssen einmal nachladen. Und hier. Gut.
Die machen nur einen Schaden, das ist nicht so schlimm. Der könnte weg. Wir machen erstmal mit ihm. 25%, 50%. Ich nehme die 50%. So. Wir könnten in seinen Overwatch reingehen. Daneben. Wir schießen. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir es mit dem Dicken? Erstmal hier hin. Und dann gehen wir in Overwatch. Wenn er jetzt rumgeht, kriegt er von meinem Schweinchen einen ins Gesicht. Schade, der ging daneben. Oh, das ist nicht gut. Wir brauchen unseren Tank wieder. So. Jetzt brauchen wir sie, um ihn zu heilen. Here, let me help you. You're the best. Jetzt sind wir mit ihm dran, ne? Nachladen. Wir könnten jetzt einen Crit reinhauen, das werden wir auch machen. Does that hurt? Wir haben immer noch den Tank vor uns. Ein Schaden. Daneben. Geil. Auch absorbiert. Na, das Gute ist, er absorbiert jetzt alles. Nachladen. 75%. Keine Treffsicherheit. Wenn wir jetzt hier hingehen würden, hätten wir 75 und 50% auf ihn, aber kein Overwatch. Shit, wir müssen erstmal nachladen. Wir könnten hier hoch, ne? Dann würden wir sie aber aus der Deckung holen. Was kacke wäre. So haben wir 100%, ballern ihn weg. Not too shabby. Wir müssen noch den einen hier down kriegen, ne? Reload. 50. Gar keine. 50%. Beides. Wir machen es einfach. Oder ging er nach Ägypten, Alter, der Schuss. Volle Deckung. Erstmal hier hin. Hehe. Daneben, Bitch. Hundertprozent. Ist riskant, ne?
drauf da. Bitte. They heard it coming. So. Jetzt müssen wir mit unserem Tank nach vorne. Schön hinter dem Baum. Reload oder schießen. 25% Chance? Ich mach Overwatch. Ich lauf hier hin. Geh in Overwatch. Overwatch. Geil, der ging voll daneben, du Wichser. Jetzt holen wir uns dich. Jetzt kriegst du deine Packung, Alter. So, den ersten kriegst du schon mal rein. Gut. Sie muss da runter. 25% Scheiße, deswegen erstmal hier bleiben. Und nichts tun. Am besten. Es sind nur 25%. Das wäre Trash. Ich gehe vor das Schweinchen. Das Schweinchen. Finger fucking money, finger banger to the honey. Das Schweinchen tankt für uns. So, dann schießen wir ihn jetzt mal aus seiner Deckung raus. So, jetzt ist er nämlich aus der Deckung rausgeschossen und steht da frei. Das ist unsere Schutzschild ist halt einfach zu geil. Keine Munition. 100%, ja, wir laden jetzt nach. Und dann ballern wir dir gleich in die Fresse. Boah, wir haben es geschafft, Alter. Jesus Christus. Das mal, Alter. Das war eine Aktion, Leute. Aber hat Spaß gemacht, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Dead steel chariots. Where did the riders go? Der Fight hat richtig, richtig Spaß gemacht. Jesus. Geil, Alter. Ja, so muss das Spiel sein, ne? Coming. Das war richtig geiler Fight. Holy moly, Mann. Den Roboter dahin gelockt, alles weggeschossen. Geil, Mann. Richtig geil. Mal gucken, ob oben irgendwas ist. Dann hat er den Marodeur wiederbelebt. Also der Fight war richtig fett. Kann man nicht sagen. Und zum Glück haben wir unser Schwein hier als Tank, ne? Der hat halt übelst abgetankt. Also unser Schwein hat halt hart abgetankt, ne? Ja genau, wir haben ja diese lautlose Waffe. Eine Nahkampfpistole, die auf kurzer Distanz ausgesprochenen Schaden macht. Das wäre nur das. Wir haben 2 Punkte. Oh, mein Auge. Ja, wir sollten mal skillen, dass wir mehrere Schritte gehen können. Das ist gar nicht so schlecht. Und mit ihr haben wir 6 Punkte. Schwache Deckung gilt als perfekte Deckung. Ja, auf jeden. Das ist ganz gut, dass unsere, also die Deckung, die wir kriegen, auch dann die normale Deckung sind. Kosten 4. Wir warten, bis wir wieder 2 Punkte haben. Wir werden definitiv erstmal erhöht die Gesundheit wieder. Oder wir machen das als nächstes. Sauer, weil das hier gar nicht so schlecht ist, ne? Du bist eine Runde lang unbesiegbar. Das ist zum Beispiel ganz geil. Könnte uns vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Situationen übelst krass retten. Würde ich sagen. Aber er ist halt auch schon übelst der Panzer jetzt, ne?
Er hat Gesundheit 8 plus 4, ne? Das ist 12. Bewegung 12, Rüstung 2, Werfer 10. 9. Auch 9. Das geht. Die beiden sind ganz gut, aber er ist hier halt unser Panzer. Let's do this. Mit Ducky Boy gehen wir. Okay, Reise. Jetzt kommen wir nach oben. Höhle der Furcht. Weird place for a mass grave. What were all these people doing? Running away, I think. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. Ooh. Hier ist irgendwas. Medikit brauchen wir auf jeden Fall. Wir sollten auch einmal wieder zurück nach Hause. Weil wir haben echt ultra viele Medikits verbraucht. Wir bräuchten Granaten. Mal wieder ein paar neue und so weiter und so fort. Also wir haben viele Sachen, die wir irgendwie holen müssten. Da vorne sind welche. You know the stalkers we captured, right? Right? They ran away. I lost them. You let your stalkers escape? The bubbleheads are gonna be mad at you. You better get them back. I can't. The boat took them across the river. And now the bubbleheads have the boat? But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shred your brain. Guck mal, wir haben da einen Medbot, wieder mal. Ein Jäger und ein Pyro. Wir wissen ja, was Pyros machen, ne? Dieses Granatenwerfen und so ist halt schon ein bisschen ekelhaft. Das heißt, sie dürfen nicht sehr nah beieinander stehen. Sie ist ja normalerweise... Okay. You had me at the ghoul screams, but now a pile of friggin' bodies? You want to give me a heart attack? Hier ist ein Schlechter. Mit 8 Punkten. Wenn der hier bleibt, alleine, dann können wir den töten. Wenn es ein Schlechter ist und es bleibt ein Schlechter. Dann können wir den töten. Wetzen, ne, ein Schlechter. Wir können insgesamt über 10 Damage machen. Mit den schallgedämpften Waffen. Wenn das keiner hört, wäre perfekt. Gucken wir mal. 75%. Wie kriegen wir 100? So kriege ich 100. Egal, ob der uns sieht. Solange der hier alleine ist, ist scheißegal, ob der uns sieht. Tod ist tot. Gotcha. And that is that. Das haben sie nämlich geil gemacht. Over here. So kann der nämlich keinen rufen und wir können ihn töten in Ruhe. Molotow-Cocktail, perfekt. Zweimal Waffenteile. Wieder ein Schlechter da drüben. Hier ist aber irgendwas Besonderes. Eine Notiz wieder.
Es tut mir leid, liebe Tina. Es gibt kein Entkommen. Ich sitze hier in meinem Auto fest. Der Verkehr ist vor Tagen zum Erliegen gekommen. Und der Tunnel ist eingestürzt. Ich bin nicht sicher, ob du das hier jemals lesen wirst. Aber falls ja, muss ich dir etwas gestehen. Etwas, das mir sehr leid tut. Etwas, das ich unglaublich bedauere und mit ins Grab nehmen werde. Erinnerst du dich an die Zeit, als deine Schildkröte Schnappi nicht zu dir schwamm, wenn du deinen Namen gerufen hast? Das lag daran, dass er nicht Schnappi war, sondern eine Ersatzschildkröte, die ich besorgt hatte, weil der erste Schnappi durch einen unglücklichen Zufall gestorben war. Nachdem mir mein Rasierapparat in ein Aquarium gefallen ist, ging sehr schnell und er hat nach ein paar schmerzhaften Minuten nichts mehr gespürt. Außerdem solltest du wissen, dass er jetzt eine Sie ist. Im Laden gab es nämlich keine männlichen Schildkröten und ich hatte Angst, du könntest verärgert sein. Tut mir leid, ich liebe dich. Dein Jonas. Das ist nicht nett, ne? Was ist denn? Ja, ich muss unbedingt die... Ich bestelle mir nachher die neue Kamera. Das triggert überkrass. Okay. Krasse Notizen hier, ey. Sieht so aus, als wenn er da alleine ist, ne? Wie kann der uns da sehen? Warte mal, wie kann der uns jetzt gesehen haben? Das ist unreal. Nee. Wir sind hinter einem Auto. Leute, wir sind hinter einem Auto. Wie kann der uns gesehen haben? Das funktioniert so nicht. Wir sind hinter einem Auto. Wie kann uns jemand da sehen? Siehst du, der darf uns nämlich nicht erwischen oder sehen, sonst sind wir nämlich hier im... So, Dickerchen, komm ran hier. Ah, da ist noch was. Seltener Schrott. So. Wenn wir jetzt die Waffe nehmen. Auf ihn schießen, das sind 75%. Das müsste sitzen. Yeah, I did that. So. What do you think about that, huh? Wir brauchen 100%. Das heißt, wir gehen hier vor. Boom. Tot. That was awesome. Oh yeah. Over here. Oh yeah, baby. So. A way out. Let's go. Ah, wir können hier sogar raus. Guck mal. Wir könnten den Tunnel umlaufen, ohne diesen Medibot da vorne zu aktivieren und so. Dann wissen wir aber, dass hier vorne nur der Jäger ist, nur der Medbot und nur der Pyro. Mehr ist hier vorne nicht. Aber da sind noch grüne Teile und so, ne? Die würde ich halt auch gerne, super, super, super gerne haben wollen. Hm. Ich liebe Speichern. Hinterhalt können wir hier nicht machen.
von hier. Was wir machen könnten ist... Gute alte Pyro. Der Madbot wird ja erst aktiv, wenn jemand gedamaged ist, ne? Ich will hier oben rauf. Von hier oben können wir schön schießen. Weil wir haben ja von oben mit ihr noch mehr Power. So. Okay, wir sind verteilt. Können speichern. Let's go. Leute, wir sind vorhin mit 5 Leuten fertig geworden. Ich glaube, dann werden wir wohl die schaffen. Ja, der würde nämlich 100 kriegen hier. Der würde 100 kriegen. Wir ballern erstmal auf den Pyro. Fuck off. Mein Feind hat dich gehört. Ach, jetzt habe ich aber Angst. So. Jetzt gehen wir genau hier hin, weil ich will, dass die und mit sehen. Und dann pumpen wir den gleich voll in die Fresse. Boom. Den droppen wir gleich nochmal eine richtige Schrotladung ins Gesicht. ...75%. Gib ihn. Geil. Und der Medibot kommt erst zum Einsatz, falls jemand tot ist. Das ist nicht so schlimm. I don't feel so good. Wir haben keine Muni. Wenn ich jetzt wechsle und hier hingehe... Könnte ihn töten. Der Bot ist mir erstmal egal. Wir gehen hier hin. Und hauen den voll eine rein. Das magst du, ne? So. Mit Schweinchen Dick hauen wir jetzt den Pyro weg. Ah ja, wir hätten nicht so da rangehen dürfen, genau. Der lässt immer einen Molotow fallen. Und dann müssen wir den Madbot kaputt machen. So, wir gehen mit ihr hier vorne hin und bleiben da. Und dann müssen wir warten, bis der scheiß Madbot kommt. Reload. Overwatch. Overwatch. Operation. Operation exit. You will soon be killing again. Cut. So. Was wir jetzt machen, wir bleiben jetzt erstmal hier in Overwatch. Wir laden die Waffe nach, oder? Nein, wir bleiben in Overwatch. Overwatch. Mit ihr nachladen. Und Overwatch. Hinstellen hier. Overwatch. Nachladen. Stung me with that one. I'm it.
Und dann gibt's die Schrot ins Gesicht. I owe you a grog. That was amazing. So. Setzen wir den hier hin. Und machen Overwatch.